So, möchte ich jetzt kurz eine Besonderheit von einem Schienenbus zeigen. Und zwar, das ist ein interessanter, weil es bei der österreichischen und bei der deutschen Schienenbusse ziemlich das gleiche System und einfach genial. Und zwar ist es so, man kann die Sitze ausrichten, je nach Fahrtrichtung. Also wenn der Zug zum Beispiel in die Richtung fährt, sitzt man sie schickmäßig so her und schaut in Fahrtrichtung. Wenn der Zug aber in die andere Richtung fährt, kann man sagen, na, da wird man vielleicht schlecht. Ich klappe das jetzt um und tschak, bumm, sitzt sie schon so da und schaut wieder in Fahrtrichtung. Ja? Aber damit nicht genug. Es kann sein, dass man in netter Gesellschaft ist, dann kann man sagen, hier sitzt der gegenüber her. Und man hat eine schöne blaue Ecke. Ja? Kann aber sein, dass man sagt, da geht mir zu langsam und geistert, aber ich stelle mir kurz auf und setze sie wieder hin und mache sie Ruhe. Wirklich genial. Ist nur Handgriff, geht wirklich, also keine leicht. Und was ich aber absolut super genial finde, ist, ich mir vorher gedacht, also, wie geht das, weil die Sitze haben ja eine Neigung. Ja? Weil wenn man das umklappt, dann sitzt man quasi irgendwie vielleicht da. Muss man sich anschauen da bitte. Also, der klappt sich so, dass auch die Neigung von der Sitzfläche mitklappt. Man sitzt wirklich immer total bequem da. Es sind altmodische Sitze, keine Frage, nicht zu vergleichen mit diesen Vollschalensitzen, wie man das so hat. Aber es ist dann überraschend bequem und für so eine normale durchschnittliche Fahrt wirklich super. Und das mit diesem Mechanismus, was es nur in der Art geht, ist einfach wirklich toll. Und eine Kleinigkeit noch, wir haben da 2 plus 3 Bestuhlung, das heißt in so einer Sitzreihe können bis zu 5 Leute sitzen. Wenn es schmal sind, können 3, 4 Leute da nebeneinander sitzen. Wenn sie ein bisschen breiter gebaut sind, dann sitzen sie nicht irgendwo zwischen den Sitzen, sondern man hat gemütlich Platz. Es ist sicher kein top-modernes Ding, wie man es gewohnt sind von heute, aber es ist unglaublich bequem und einfach genial.